Einige der erstaunlichsten und innovativsten Erfindungen kommen aus Japan. Aber niemand ist perfekt. Hier für euch 10 der seltsamsten japanischen Erfindungen. Nummer 10. Die erste seltsame Erfindung ist der Motoman SDA-10. Er ist ein Autobot, einzig zu dem Zweck hergestellt, vollautomatisch Pancakes herzustellen. Vom ersten Schritt bis zur Präsentation. Der Motobot wurde als ergänzende Arbeitskraft für den professionellen Gastronomiebetrieb erfunden. Aber braucht man das wirklich? Naja, cool ist er ja schon. Und die Nummer 9. Kapsel, Waben, Schließfach oder Sarghotels sind auf jeden Fall eine extrem praktische Erfindung. Das erste wurde 1979 in Osaka, Japan eröffnet. Man konnte für verhältnismäßig wenig Geld dort übernachten. In Japan variiert der Preis für eine Nacht. Für umgerechnet 20 bis 50 Euro bekommt man eine ca. 1,20 Meter hohe und 2 Quadratmeter große Kammer. Aber Luxus muss sein. Deswegen haben die meisten Kapselhotels in Japan auch ein Fernsehgerät. Praktischer wäre da nur noch das Haus aus der Kapsel. Auf Platz Nummer 8 haben wir viereckige Wassermelonen. Ja, es gibt sie wirklich. Sie werden in Kästen gezüchtet und jeden Tag aufs Genaueste beobachtet, um auf jede negative Entwicklung der Frucht schnellstmöglich reagieren zu können. Die Melonen wiegen bei der Ernte um die 6 Kilogramm, sind noch unreif und auch absolut ungenießbar. Trotzdem, sie werden nur in exklusiven Läden angeboten und kosten pro dekorative Melone um die 90 Euro. Und auf Platz Nummer 7 haben wir Nekomimi. Sie sind eine Form der sogenannten Neuroware und in 3 unterschiedlichen Variationen zu kaufen. Katzenohren, Hundeohren und Teufelshörner. Das Kopfband verfügt über Gehirnwellensensoren, die die Emotionen und Gedanken seines Nutzers lesen. Die motorisierten Katzenohren reagieren je nach Stimmung des Benutzers und bewegen sich dementsprechend. Online bekommt man ein paar dieser schönen Ohren für ungefähr 90 Euro. Zur Verständigung mit Katzen taugen die Dinger aber leider nichts. Glaubt mir, ich hab's ausprobiert. Und die Nummer 6 ist auf jeden Fall eine coole Idee. Ein japanischer Modedesigner erfand ein Kleid, das gleichzeitig wie eine Art Tarnumhang fungiert. Auf den ersten Blick nur ein normales Kleid, wird es mit wenigen Handgriffen zu einem Getränkeautomaten. Die Idee ist, dass sich Frauen mit dieser Verkleidung vor potenziellen Vergewaltigern oder Stalkern verstecken können. Da kann man nur hoffen, dass der Verfolger in dem Moment keinen Durst bekommt. Und der Platz 5, Cupman. Diese kleinen Männchen wurden erfunden, um Instant-Nudelsuppenbecher optimal zu verschließen. Durch den Kontakt zu warmen Luft verändern die Cupman sogar ihre Farbe, um dem Konsumenten zu signalisieren, dass die Suppe fertig ist. Die blauen zum Beispiel werden komplett weiß. Zumindest haben die überhaupt einen Sinn, aber mal ehrlich, wer braucht sowas wirklich? Und die Nummer 4 ist für die wirklich einsamen Seelen unter euch. Das Female Lap Pillow, also das weibliche Schoßkissen. Und genau das ist es auch. Ein Kissen in Form der weiblichen Anatomie. Allerdings nur von der Hüfte abwärts. Als Scherz abgetan oder als lustiges Souvenir gekauft, ist dieses Kissen aus dem Jahr 2000 ursprünglich dazu gedacht, einsamen Männern Trost zu spenden. Ein richtiger Ersatz für eine echte Frau ist das Kissen aber natürlich nicht. Und kommen wir zu Nummer 3. Da Handy und Tablet-Bildschirme immer größer werden, hat ein findiger Erfinder aus Japan sich etwas Spitzenmäßiges ausgedacht. Eine Daumenverlängerung mit eingebautem Präzisionsknopf für erleichtertes Browsen auf deinem Handy oder Smartphone. Ist das nicht der absolute Wahnsinn? Für nicht weniger als 12 Euro bekommt man einen super nützlichen Ersatzdaumen, der den eigenen um ganze 15 mm größer macht. Wenn das nicht genial ist. Spaß beiseite. Auf Platz Nummer 2 haben wir den Butterformer. Der funktioniert eigentlich genau wie eine Käsereibe, nur mit Butter eben. Man kann den Butterformer mit kalter und auch mit weicher Butter benutzen. Mit einer Drehung hat man geriebene Butter, die man so extrem leicht auf sein Brot schmieren kann. Absoluter Wahnsinn. Falls ihr wegen dem Butterformer jetzt zu viel Butter gegessen habt und euer Gesicht wieder in Form bringen wollt, haben wir für euch die Nummer 1, den Face Slimmer. Die Japaner haben massenhaft Produkte auf den Markt geworfen, die Falten und Hautalterungen im Gesicht beseitigen sollen. So auch den Face Slimmer. Ursprünglich als Scherz gedacht, kostet der Face Slimmer mittlerweile um die 75 Euro in Online-Stores. Das Produkt soll angeblich das Gesicht schmaler erscheinen lassen und muss dafür praktischerweise nur 3 Minuten am Tag verwendet werden. 3 verdammt peinliche Minuten allerdings, mit diesem als Wellness-Produkt getarnten Sextoy im Gesicht. Das war's mal wieder, Leute. Welche Erfindung hat euch am besten gefallen? Schreibt's doch in die Kommentare. Wir hören uns nächstes Mal wieder. Ciao.